Bauhaus. Haubaus. Es gibt eine Architektur, Akademie, Schule, Universität, die Bauhaus heißt. Okay. So. Speichern. Das ist so schön, ich speichere das auch gerade gut. Du hast eine Stunde weniger Material, Zeit drauf als ich. Ja. Warum so viel? Warum? Keine Ahnung. So, los geht's. Morty, it's good of you to have come. Here in Aquatique, Pokémon have long been reserved. It's said that a rainbow-hued Pokémon will come down to appear before a truly powerful trainer. I believed that the tale, so I have secretly trained here all my life. As a result, I can now see what others cannot. I see a shadow of the person who will make the Pokémon appear. I believe that person is me. Nein. You're going to help me reach that level. Ja, es ist klar, dass er sich selbst sieht. Ja, eindeutig. Hat er gelernt, sich das zu sehen. Sich selbst im Spiegel. Im Spiegel, genau. In Pfützen und so. Das ist ein Zeichen, sein Spiegelbild ist in der Pfütze zu sehen. Eindeutiger geht's gar nicht. Confusion. Ich fing den Curse an, okay. Ich war schon deine Art Glück gehabt. Und tot. Bam, das ist ein guter Start. Hat er Gengar? Vielleicht hat er Gengar. Ja, Gengar. Erstmal kommt Haunter. Ah, das werde ich mit Durchblick bekämpfen. Er wird wahrscheinlich zweimal Haunter haben und einmal Gengar noch, wenn er einen Gengar hat. Wie du sagst. Also, Silber hat er eins. Ui. Nicht schlecht. Bei denen kann ich sogar verstehen, alle Typen zu haben. Die sind cool. Ja. Super, sehr gut. Tot. Jetzt tausche ich einmal zu. Naja, und damals gab es halt nur 4 Geist-Pokémon, ne? Welches ist noch? Traunfugil. Ah ja. Takedown. Mal gucken. Ja, komm. A Reckless Full Body. Ach, ist das. Risiko-Tackle. Ach, Risiko-Tackle direkt. Nee, das bringe ich ihm nicht bei. Well then. Nein. Oh Gott, er hat die Dream Eater-Strategie. Oi. Er frisst dich bei lebendigem Leib. Gengar! Ja, ich möchte switchen. Ich switche zu Herbie, dann kriegt er mich noch gleich ein bisschen Erfahrung. Die Pursuit ist ja auch effektiv. Gengar, wie sieht Gengar hier aus, Freunde? Super cool, wie immer. Sucker Punch. Wie der Film, den wir mal gesehen haben, der schlecht war. Ja. Komischer Film. Critical Hit, super effektiv. Und er heilt sich? Er heilt sich. Ach komm ey, hör auf mit deiner scheiß Hypnose. Shadow Ball, oh cool sieht die aus. Shadow Ball sieht cool aus. Und macht viel Schaden. Ja, Spukball. Ja. Oh, Nightmare. Cool. Nee, ich tausche. Zu meinem geliebten Vierauge. Nightmare plus Curse ist richtig übel. Du machst 50% Damage jeder Runde. Ach. Nightmare macht Schaden einfach. Ja, jede Runde. Ach auch? Ja. Ach, das war auch die Schlafattacke. Genau. Richtig, Albtraum. Fies. So, damit habe ich Gengar auch besiegt und jetzt fehlt mir noch ein Alpollo wahrscheinlich. 5 Hände. Traunfugio. Weiß ja nicht, ob er das hat. Haunter. Nee. Zweimal Haunter ist auch nicht so schlecht, dass ich finde das einfach cool. Guck dir das an. Das ist ein Geisterkopf mit Armen, mit Händen. So, Gengar. Curse, scheiße. Aber dann habe ich wahrscheinlich gleich gewonnen. Ist das doch ganz los, überlebe es. Oh, Crit. Leck mich. Ich habe gewonnen. Yeah. Geil. Okay. Dann fahre ich auch mal die guten Geschütze auf. How is this possible? Deine Mutter ist possible. I don't think our potentials are so different, but you seem to have something more than that. So be it, this badge is yours. Fog Badge, den Nebelorden. By having the Fog Badge, Pokémon up to level 50, including traded Pokémon, will obey you. Also Pokémon will be able to use Surf. Here is another thing, I want you to have this too. TM30. Obtained. Das ist geil, Shadow Ball. Aber das lernt Nebula bestimmt noch. Und cool. Ich glaube ja.
Dann bringe ich ihm das nämlich nicht bei. Könnten wir gleich mal nachmachen. Ja. Okay, ich gehe ihm noch heilen. Falsches Haus, warum gehe ich da rein? Keine Ahnung. Verrückt. Verrückte Welt. So, hallo Pokémon Center. Ich habe gerade euren Orden abgezogen. Bam. Und wenn das erledigt ist, können wir gleich weitergehen. Wir können jetzt übers Wasser rüber surfen. Genau. Dann lasse ich die Höhle nämlich einfach weg. Wenn das so wenig nee, nach rechts müssen wir noch nicht. Ach so, zur Medizin jetzt. Ja, genau. Ah, okay. Dann gehe ich mal eben raus und speichere schon mal. Du bist auch beim letzten, ne? Ja, gut. Ja, hast du ja auch gleich geschafft. Jawohl. Ja. Ehrlich. Nervig. Ehrlich. Passe Hypnose. Ja, die ist fies. Wie sieht's denn bei mir aus? 27 ist das jetzt. Super. Da. Warum auch nur mal ein Nebelorden von ihm kriegt. Schade, dass die Arena nicht gelüftet wird. Dass man alles sehen kann. Wäre ganz cool. Wie macht der das mit den Wolken? Keine Ahnung. Ich wette, da ist unten so ein Fangnetz und dann wirst du halt einfach zurückgetragen. Ja. So kann irgendjemand von mir Spuckball lernen. Also, Spuckball ist. Ach da, Shellclaw. 80 zu 100. Oh. Abel, geil, kannst lernen. Und Roxy auch. Oh. Lieber geil? Ja, weil geil hat viel besseren Spezialangriff. Und es hat einfach Scheißattacken. Double Team oder? Na, ich hätte Quick Attack genommen. Nee, Quick Attack wird bald besser als Sonic Boom, deswegen. Echt? Warum? Weil Sonic Boom einfach nur 20 Damage macht. Ach ja, richtig. Ach, hier kann man nicht runter. So, ich laufe für dich da eben hin und du mal guckst mal nach für ein Ding ins Ball. Okay. Das ist Teamwork. Ja, oh, ist richtig. Ups, falscher Knopf. Haunter jenseits des Todes, Film von 2013. Oh. Okay. So, Generation 4 brauchen wir. Ah, Roxy ist wieder am Leben. Auf Level 33. Okay. Das ist ja relativ bald. Schon. Ich habe ja dann noch andere Attacken. Und es lernt Nightmare auf Level 55 und wow. Es konnte es einfach von ihm. Ihm. Vielleicht hat das durch Cheats geholt. Nee, durch wie heißt das? Vererbung. Ja, das kann sein. Wollen wir los zum ja. Surf Place? Dann Aufi. Die Trainer haben wir alle schon beseitigt. Das ist sehr gut vorgearbeitet von uns. Mhm. Das ist ganz schön, jetzt können wir einfach durchhuschen. Hui. Moment, ich bin falsch, oder? Nee, ich bin nicht falsch. Nein, ist schon richtig. Ja, war richtig, ja. Weg da, aus dem Weg. Jetzt können wir noch ein bisschen kämpfen auf dem Wasser. Genau, da gibt es viele Pokémon-Trainer mit Wasser-Pokémon. Ja, nicht da rein. Los, swaggen wir los. Swag, du siehst anders aus, Poli Swag. Oh, das ist die Blue. Yes, ich möchte Surfer benutzen. Alligator. Und es ist ein Wal. Ja. Alle Pokémon werden zum Wal, wenn sie surfen. Das ist interessant in Pokémon X und Y, wenn du das mit Lapras machst, dann bleibt es ein Lapras. Mhm. Das ist das einzige Pokémon, bei dem das so bleibt. Also das wirklich eine richtige Animation für sich selbst hat. Weil das auch Lapras ist. Ist das der Gegner schon? Ja. Natürlich ist das schon der Gegner. Bubble Beam. Bubble Beam. Ah, ich will doch gar nicht Fahrrad fahren. Was ist hier? Da. Okay. Super Nippel. Muss ich gleich den. Stimmt, ich sollte mir glaube ich auch ein paar Repels kaufen. Ich habe noch 6. That's basic. Boah, ins Wasser gehen, aufwärmen. Cooldown. Schwimmer männlich. Schwimmer männlich? Er ist Schwimmer männlich.
Sucker Punch. Ach scheiße, geht doch nicht, wenn man den Angriff macht. Mensch. Toxic Spikes. Kann mich nicht vergiften, Arschloch. Jetzt vergiftet er jeden, der rauskommt beim Tauschen. Jeden, der rein switcht. Meine ich. Außer du hast Schwebe oder bist ein Gift-Pokémon. Ja, eben. So wie hier. Und Gift-Pokémon können das sogar absorbieren. Das heißt? Dann sind sie weg. Habe ich die jetzt absorbiert oder sagt er das an? Nee, das sagt er an. Dann habe ich es nicht absorbiert. Zum Beispiel mein Smogon kann das auch nicht, weil es Schwebe hatte. Ah ja. 24, super. Dann habe ich bald einen Alpollo, ein Haunter. Voll geil. Tentacool. Toxiquack. Wollte ich nur kurz einwerfen. Ja, natürlich. Schwimmer männlich Simon. Nidoran männlich. So, ich renne eben noch mal kurz shoppen. Repel. Repel und Tränke. Rappel, Rappel. Es Rappel, es repellt in der du Kiste. Du schon wieder. Koppleberries. Choppleberries. Die werden bei Motorrädern benutzt. Ja. Er gibt auf. Er hat einen Krampf in der Wade. Oh. Ich möchte nicht 33 Pokémon haben. Aber... Battle first. Ja? Wann kriegen wir denn Fliegen? Da wo wir jetzt hingehen, da gibt man Fliegen. Ja, endlich. Brauchen wir den nächsten Orden dafür? Ja. Ja. Natürlich brauchen wir den. Wir haben erst Surfer gelernt für außerhalb. Genau. Paradise habe ich noch. So oft wie ich gerade in letzter Zeit hypnotisiert wurde, kaufe ich mir auch ein paar Awakening. Das ist eine gute Idee. Wobei das jetzt vielleicht vorbei ist. Das kann gut sein, dass das vorbei ist. Zur Not lieber noch ein paar Fluchtseile. Oh, Vorsicht, ist besser als Nachsicht. Genau. So, Staryu. Also mein gesamtes restliches Geld steckt in Super Schutz. Sehr gut. Weil Superschutz ist einfach der beste Schutz. Günstiger als Topschutz gesehen an Schrittzahl. Superschutz ist der beste Schutz. Pluck. Pluck. Was ist Pluck? Pluck, damit kannst du von Gegnern die Bären halt abreißen also, und sie selber fressen. Also aus der Attacke pflücken. Genau. Und was macht die Schaden? Ja, die macht irgendwie 50 Schaden und ich glaube das Doppelte, wenn der Gegner eine Beere hatte. Ah, wie schön. Irgendwie unnötig, aber gut. Ja. Ist halt so eine Situationsattacke, ne? Sheldor. Sheldor, der mächtige... Sheldon. Der mächtige Sheldor. Level 70 Blutelf Paladin. Ich weiß nicht mehr, wie sein Strauß hieß. Er hatte einen mächtigen Kampfstrauß. Ja, aber das hatten die in Vio ja leider wirklich. Ja, ich weiß, das war ja aus Big Bang Theory. Ja. Da wurde Sheldon ja gehackt. Das stimmt, wo er mit seiner Mondkleve ankam, ne? Nee, das war von Star Trek. Ach stimmt, das war Star Trek, war von stimmt, ja. Das sah ein bisschen aus wie eine Klebe. Ein bisschen, ja. 25! Entwicklung, Entwicklung. Ja, dann tausche ich jetzt. Of course tausche ich jetzt. Magst du das auch so, wenn jemand englische und deutsche Wörter vermischt, so? Aber so richtig. Also for sure, I love it, weißt du, I love it einfach. Wing Attack! Hab ich noch gar nicht benutzt. Super! Das hätte ich auch gerne mit meinem Tauboga. Gar nicht schlecht. Im Anime sind die Flügel dann immer leuchtend geworden, leuchtend weiß. Oh. Rapid Spin. Er hat meine Trugsteine. Nee, wie heißt die Steine? Tarnsteine. Tarnsteine weggemacht. Pursuit. Deine Steine sind enttarnt. Genau. Er hat deine Nierensteine entfernt. Steine sind auf den Gegner raufgeknallt, wenn das getauscht wurde, ne? Wie soll das sein? Nee, das ist auf die Steine raufgeknallt, das Pokémon. So. Oh, ein wildes Tentacruel. Nee, im Anime war es doch aber so, dass die dann angeflogen kamen. Ich verstehe nicht, wie das passieren soll. Oh oh, Toxic Spikes. Ich hab mal bei dir geduschert. Ja. Ich hau einfach ab. Bams! Critical Hit, super. Jetzt ist das richtig effektiv. Komm zurück! Wing Attack. Oh oh, I lost. Ja, what? Mini's evolving! Oh mein Gott, er kriegt Arme und wird viel eckiger. Abbrechen. Nein, natürlich nicht. Darauf habe ich ja gewartet. Hallo, Haunter! Apollo sieht so ein bisschen von der Form aus wie ein falsch rundes Stern, du. Stimmt. Es hat Zähne, aber irgendwie auch nicht. Ja, stimmt. Shadow Punch. Es hat Lippenzähne. Ja. Forget a move. Natürlich bin ich einen Move forgotten. Für Shadow Punch.
Falcon Punch! At the foe from the shadow. The punch nimmt. Ja, trifft immer. Was nehme ich dafür weg? Nightshade. Macht nur 25 Schaden jetzt. Ja. Ist am besten wegzupacken, ne? Ja. Als Sucker Punch. Oder Confuse Ray, weil Hypnose ist halt ein bisschen besser. Weil dann kannst du halt den Gegner garantiert ausschalten. Das stimmt auch wieder. Allerdings. Naja, gut, doch, ich brauche nur eins davon. Ich benutze ja nicht beide. Ja, deswegen. Das stimmt, dann mache ich das. Ist noch ganz schön, zwei Angriffsattacken zu haben da. Naja, ich habe drei jetzt, aber. Zwei Geister. Ist halt, wenn. Es gibt ja Pokémon. Zum Beispiel, wenn du gegen Dark-Pokémon kämpfen würdest, dann ist halt Nightshade am besten. Mhm. Weil es halt nicht resistet werden kann.